Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. So seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief grüßen wir Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir beten mit Worten aus Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste, auf ungebahnten Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Erbarm dich über.
Gott, wir kommen zu dir mit unserem Hunger nach Leben und Fülle, nach Unbeschwertheit und Glück. Wir kommen zu dir mit unseren Fragen und unserer Angst. Wir kommen zu dir, so wie wir sind. Schenke uns einen neuen Blick auf die Dinge. Es gibt so viel, wofür wir danken können. Lass uns nicht darüber hinwegblicken. Du begleitest uns durchs Leben und willst, dass es uns gut geht. Darum lass uns dein Wort hören und dann auch umsetzen. Lenke unser Hören, Reden und Handeln. Amen. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose. Der Text ist zugleich auch Predigttext. Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Manhu. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden, nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Halleluja! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Halleluja! 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 Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, einmal mehr denke ich beim Hören eines biblischen Textes, es hat sich kaum was geändert. Vor rund 3000 Jahren war es nicht viel anders als heute. Man hört es im ersten Satz unserer Geschichte. Und es murrte die ganze Gemeinde. Alle hatten was zu meckern, damals schon. Und beim Meckern über die Gegenwart wird die Vergangenheit verklärt. Früher war es einfach besser. Dem Volk Israel geht es hier genauso. Die Menschen denken zurück an die Zeit in Ägypten, an die Zeit, ehe sie sich auf den Weg gemacht haben und Moses gefolgt waren, das Ziel des gelobten Landes vor Augen. Jetzt sind sie in der Wüste und das Land, wo Milch und Honig fließen sollen, scheint weiter in die Ferne zu rücken, statt endlich mal näher zu kommen. Die Aussicht nach vorne wird immer undeutlicher, das Ziel ungewisser. Dafür wird der Blick auf das, was man in Ägypten an Gutem hatte, immer schärfer. Das waren noch Zeiten, damals an den Fleischtöpfen der Ägypter. Da hat es keinen Hunger gegeben, sondern frisches Brot. So schlecht war das doch gar nicht da. Verdrängt wird dabei die Erinnerung an Sklaverei, an Unfreiheit und Unterdrückung und die unmenschliche Behandlung durch die Ägypter. Und so stehen sie in der Wüste und beschimpfen Mose und Aaron, ihre Anführer. Denn die sind an allem schuld. Hättet ihr uns bloß in Ägypten gelassen? Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen vom Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und verblüfft erlebt das Volk. Das tägliche Brot fällt buchstäblich vom Himmel herab. Nicht das leckere, weiche Brot der Ägypter, das den Preis der Freiheit kostete, sondern anderes, bisher vollkommen Unbekanntes. Manhu, zu Deutsch, was ist das denn? Fragen sich die Menschen erstaunt und daraus ist der Name Manna entstanden. Es liegt morgens wie Tau in der Wüste und abends gibt es das versprochene Fleisch, Wachteln nämlich, die mit bloßen Händen gefangen werden können. Genug für alle, jeder wird satt. Das Geschehen wird als ein Wunder, das Gott wirkt, geschildert. Ein Wunder, das nicht weniger wundersam ist, wenn man weiß, dass die Wachteln auf der Sinai-Halbinsel heute noch manchmal mit Händen zu fangen sind, wenn sie nämlich von weitem Flug erschöpft dort Rast machen. Wenn man weiß, dass Manna noch heute wie Tau mancherorts in der Wüstengegend des Sinai liegt, als Kügelchen mit süßlicher Flüssigkeit, die in der Mittagshitze schmelzen und verderben. Darum soll das Volk Israel auch keine Vorräte anlegen. Manna ist ein tropfenähnliches Gebilde an den Blättern der Tamariske, das durch den Stich einer Schildlaus dort entsteht. Von den Blättern fällt es zu Boden, wird in der Kühle der Nacht hart und kann dann aufgesammelt werden. So erklären es zumindest Reiseführer der Region. Trotzdem bleibt es ein Wunder. Nicht das Manna an sich. Das Wunder ist, dass den Menschen die Augen geöffnet werden für das, was die ganze Zeit schon da war. Für das, an dem sie bisher nur achtlos vorübergegangen sind, weil ihnen der Blick an vermeintlich goldene Zeiten zurück die Sicht verstellt hat für die Möglichkeiten, die ihnen jetzt im Hier und Heute geboten werden. Manna und Wachteln. Es ist nichts Besonderes, was Gott damals auftischt. Oft sind es nur die kleinen und unscheinbaren Dinge und Gesten, in denen er sich uns zuwendet und uns Gutes tut. Gerne auch durch andere Menschen. Wie bei jener Frau, die mir aus der Zeit ihrer Krankheit erzählte, manchmal wusste ich gar nicht, wie ich den Tag überstehen sollte. Aber gerade in der schlimmsten Zeit hat immer jemand für mich gekocht. Eine Nachbarin, eine Freundin. Und oft habe ich nicht gewusst,
von wem die Brötchen morgens an der Haustür waren. Eine Tüte Brötchen, ein Mittagessen, Zeichen der Zuwendung. Sie haben ihr gut getan, weil sie ihr gezeigt haben, du bist nicht alleine, wir denken an dich und wir sind da. Es ist oft das Einfache, in ganz unterschiedlicher Gestalt, das uns Kraft gibt, durch Wüstenzeiten zu gehen, ohne bitter zu werden oder zu verzweifeln. Gott trägt damals dem Volk auf, jeder soll nur so viel sammeln, wie er zum Essen braucht. Er sagt das in weiser Voraussicht, weil solcher Überfluss schnell dazu führt, für schlechte Zeiten Reserven anzulegen oder einfach immer, immer mehr haben zu wollen. Dem setzt Gott eine Grenze. Du sollst nicht hungern, aber du sollst auch nicht horten oder verschwenden. Ein jeder sammle so viel, wie er zum Essen braucht, jeden Tag neu. Das fällt uns schwer. Langfristig zu planen und uns abzusichern, liegt uns viel näher. Doch Manna, das Geschenk des Himmels, die Nähe Gottes, das lässt sich nicht konservieren. Wir können immer nur wieder die Hand neu hinhalten. Jeden Tag sind wir auf seine Liebe, auf sein Wort und auf die Kraft, die er uns gibt, angewiesen. Jeden Tag neu heißt es, auf Gott zu vertrauen. Denn wir können Glauben nicht machen. Wir können nur darum bitten, dass wir lernen, uns fest auf Gott zu verlassen. Es ist und bleibt ein Wunder, wenn Menschen in dem, was geschieht, Zeichen von Gottes Zuwendung und Liebe entdecken. Da, wo das gelingt, erwächst eine Kraft für den Weg auch durch Wüstenzeiten hindurch. Gott gibt genug für alle. Der letzte Teil der Geschichte erzählt, als man nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Auch das ein Wunder. Man kann sagen, das Wunder im Wunder. Vielleicht war es ja einfach so, dass die Israeliten damals nach dem Sammeln ihre Töpfe nebeneinander gehalten haben und dass die, die wenig hatten, die Alten, die Kinder, ihre Töpfe von den anderen gefüllt bekamen. Mann, hu, was ist das? Was ist das, was Gott mir im Leben anbietet, um mich voranzubringen? Was ist das für ein Mensch, dem ich begegne? Was ist das für eine Situation, in der ich stecke? Was ist das für ein Zufall, der mir da im wahrsten Sinn des Wortes zufällt? Hinter all dem kann sich Brot verbergen, nämlich etwas, das mich leben lässt, das mich weiterträgt durch die Wüste. Etwas vom Himmel Gefallenes, dessen Nährwert ich nur noch nicht erkannt habe. Mein Manhu, mein Manna. Zugegeben, manchmal kann das ganz schön hartes Brot sein. Und ich merke erst, wenn ich mich durchgebissen habe, dass es Manna war. Manna, Brot in der Wüste, das mich überleben ließ. Amen. Thank you.
Guter Gott, wir danken dir, dass du uns mit allem versorgst, was wir zum Leben nötig haben. Wir bitten dich, lass uns großzügig teilen, ohne Angst, es könnte dann für uns nicht mehr reichen. Wir haben so viel und sind beschämt und erschrocken, wenn wir in den Nachrichten von Hunger und Not hören. Mach uns bereit, mit Spenden zu helfen. Wir bitten dich für die Menschen, die niemanden haben, mit dem sie Freude und Kummer teilen können. Lass sie deine Liebe spüren und uns sensibel dafür sein, wo andere unsere Zuwendung brauchen. Wir bitten dich für die Traurigen und Verlassenen, dass sie Menschen begegnen, die wieder ihnen fröhlichere Gedanken schenken und ihnen einen Weg zurück ins Leben zeigen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen Urlaub haben und Erholung suchen. Schenke ihnen eine erfüllte und gute Zeit und begleite ihre Wege auch sicher zurück in den Alltag. In einem Moment der Stille sagen wir dir, was uns noch bewegt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.